Und wir setzen damit mit dem nächsten Tagesordnungspunkt Nr. 11.6 fort. Hier gibt es von Herrn Aschenbach, der zunächst eingebracht werden kann. Bitte schön. Ich fasse mich kurz. Der Antrag, Verwaltungsvorlage, wenn ich mich nicht irre, wissenschaftliche Begleitung, Vernetzung, alles schön und gut. Mein Änderungsantrag ist lediglich, dass in Punkt 3 oder 4, er muss es wissen, der endet damit und die weitere Fortsetzung, die weitere Umsetzung des Alkoholkonsumsverbots, bla bla. Damit nimmt es, macht es eine Grundrechtseinschränkung, nämlich das Alkoholkonsumverbot zur Normalisierung. Also dieser jetzige Beschluss läuft in einem Vierteljahr aus und es wird schon davon ausgegangen, dass das einfach fortgesetzt wird. Nicht ohne Grund gibt es ganz enge gesetzliche Rahmen für diese Alkoholkonsumverbotszonen, weil es ist nur ein Eingriff in die allgemeine das allgemeine Grundrecht zur freien Entfaltung, zu dem auch gehört, sich öffentlich zu betrinken. Deswegen bitte ich alle dafür zu stimmen, meinem Änderungsantrag zuzustimmen und den letzten Nebensatz dieses Antrags zu streichen. Danke. So, dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein. Wird FDP das Wort gewünscht? Ist nicht der Fall. Freie Wähler das Wort gewünscht? Nicht der Fall. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Mühle, bitte schön. So, noch ein letztes Mal, meine sehr geehrten Kolleginnen, sehr geehrter Oberbürgermeister, für heute, ja, das war jetzt oft genug. Dieser Antrag beinhaltet im Wesentlichen die Teilnahme Dresdens an einem Projekt zur kommunalen Kriminalprävention, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Bekanntmachung zukünftige Sicherheit in urbanen Räumen gefördert wird. Beteiligte Kommunen sind neben Dresden, Berlin und Essen. Mit den Quartieren zum Beispiel Berlin-Wedding-Mitte, Friedrichshain, der Ringbahnstraße in Neukölln und in Dresden halt Gorbitz und der äußeren Neustadt. Gorbitz Süd und Nord haben besondere Problemstellungen durch den Zuzug von Geflüchteten. Der Anteil mit 19% an der Gesamtbevölkerung in Dresden nahezu am höchsten. Daneben ist der Anteil von Menschen mit sozioökonomischen Problemlagen vergleichsweise hoch. Dieses Projekt SIQUA bezieht sich ausdrücklich auf solche Räume und soll neben polizeilichen Statistiken und Daten zur Sozialstruktur, nämlich objektiven Daten, auch die heute so oft diskutierte subjektive Sicherheitswahrnehmung der Bevölkerung und der lokalen Akteure untersuchen und einschätzen. Eine postalische mehrsprachige Bürgerbefragung hat bereits stattgefunden. 5000 Fragebögen wurden jeweils in Gorbitz und der äußeren Neustadt verschickt und die empirische Auswertung läuft. Wir haben im zuständigen Ausschuss für allgemeine Verwaltung uns ausführlich über dieses Projekt unter anderem von der Polizei und von den Zuständigen an der TU Dresden berichten lassen und sind der Meinung, dass die Ergebnisse des Projekts eine Möglichkeit sind, dieses subjektive Sicherheitsempfinden wieder näher zum objektiven Sicherheitsempfinden zueinander zu bringen. In der Beschlussempfehlung des Ausschusses wurde die wichtige transparente Einbindung und Beteiligung der lokalen Akteure ergänzt und eine regelmäßige Berichtspflicht festgeschrieben. Damit wird jetzt nach Einführung des Alkoholverbots am Amalie-Dietrich-Platz dieses Projekt auch mit einem vernetzten Ansatz umgesetzt. Wir werden diesem Antrag zustimmen, weil es eben, wie ich schon sagte, die Möglichkeit bietet, eine wissenschaftliche Sichtweise auf dieses gesellschaftliche Problem der Diskrepanz zwischen gefühlter und tatsächlicher Sicherheit zu eröffnen und auch Wege zu einer wirklich lokal verankerten Kriminalprävention aufzeigen kann.
Ich möchte aber betonen, dass wir uns schon erhoffen, dass die Handlungsempfehlungen und Ergebnisse über restriktive Maßnahmen hinausgehen, weit hinausgehen, und dass das Projekt am Ende eben nicht dazu dient, das Alkoholverbot am Amalie-Dietrich-Platz zumindest nicht nur dazu verstetigen. Vielmehr müsste es auch ausdrückliches Ziel des Projekts sein, Kooperationsformate und Fortbildungs- und Qualifizierungsformate für die lokalen Akteure und dazugehörige Handreichungen zu erarbeiten. Irina Brauner, die als Stadtbezirksamtsleiterin für Gowes zuständig ist, wünschte sich in einem Gespräch mit der SZ im Dezember des letzten Jahres, dass die Probleme des Stadtteiles, die es ohne Frage in Gowes gibt, aus dem Blick derjenigen zu betrachten sind, die dort leben und die sich dort einbringen. Schließlich habe erfolgreiche Kriminalprävention auch etwas damit zu tun, Menschen, die Verantwortung übernehmen, auch durch Anerkennung zu stärken. Und sie wünscht sich stets einen differenzierten Blick auf die Lage. Und ich hoffe, dass dieser Antrag einen Beitrag dazu leisten kann. Vielen Dank. Als nächstes CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns. Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir stimmen dem Antrag bzw. dieser Vorlage auch zu. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, die unhaltbaren Zustände, die es am Amalie-Dietrich-Platz gegeben hat und leider auch immer noch gibt, obwohl auch dort schon eine Besserung zu verzeichnen ist. Aber das Instrumentarium, was uns der Landesgesetzgeber auch hier zur Verfügung stehen hat, nämlich auch dieses partielle Alkoholverbot aussprechen zu können, ist richtig und wichtig. Es liegt auf der Hand, wenn ein wesentlicher Begünstigungsfaktor für das Begehen von Straftaten der Alkoholkonsum ist, dann liegt es, ich kann es nur noch mal sagen, auf der Hand, dort anzusetzen, weil es darum geht, Straftaten zu verhindern. Es ist die Prävention, die hier im Vordergrund steht. Jede Straftat, die begangen wird, ist eine Straftat zu viel. Und wenn man effektiv Maßnahmen ergreifen kann, dies zu verhindern, dann ist es das. Wenn dazu das Alkoholverbot dienen kann, dann ist es in dem rechtlichen Rahmen, der uns ja gesteckt ist durch das sächsische Polizeigesetz, eben auch umzusetzen. Und die Erfolge, ich sagte schon, zeichnen sich ab. Und die wissenschaftliche Begleitung, die hier mit erfolgt, ist aus mehreren Gründen wichtig, um eben einen Beitrag insgesamt für die Sicherheit unserer Stadt leisten zu können, damit man in Zukunft möglichst punktgenauer noch die Umstände ändern kann, die ansonsten Straftaten begünstigen. Deswegen eine gute Sache. Wir stimmen dem Ausschussbericht, dem federführenden Ausschussbericht zu und hoffen, dass die Sicherheit insbesondere am Amalie-Dietrich-Platz nachhaltig dort damit gestärkt wird. Vielen Dank. Wir kommen zur AfD-Fraktion. Herr Pinkert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Zuerst mal eine Klarstellung. Wir sind eine demokratisch legitimierte Partei. Wir sind keine Nazis. Na? Nur noch mal zur Information. Sie können auch gerne mal unser Parteiprogramm durchlesen, wenn Sie dazu befähigt sind, zu lesen und zu verstehen, um dort sich die Punkte zu erarbeiten, wo wir angeblich rassistisch sind und so weiter und so fort. Dankeschön. Dresden-Gorbitz als Pilotprojekt für Kriminalprävention ist unter normalen Umständen zu begrüßen. Was sind normale Umstände, werden Sie sich fragen. Eigentlich könnte ich jetzt sagen, ohne meine Rede weiterzuhalten, die ich hier so ausgehalten habe, wie Frau Mühle schon betont hat, ne? Zuzug, was Herr Brauns gerade gesagt hat, ne? Alle machen großen Bogen um den weißen Elefanten, macht nichts. Um die erforderlichen Daten zu erfassen und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten,
benötigt man eine möglichst über den Beobachtungszeitraum stabiles soziales Gefüge. Dies ist leider nicht gegeben. Als Grundlage müsste demzufolge ein sofortiger Zuzugsstopp verhängt werden, um valide Ergebnisse zu erarbeiten. In der Vorlage wird immer wieder auf die Alkoholikerszene eingegangen. Wenn dies tatsächlich die Problemlage ist, warum wurde daher nicht schon in den letzten 20 Jahren so ein Projekt angeschoben? Oder wird hier wieder versucht, vom wirklichen importierten Problem abzulenken? Auch die angeführten Beispiele können nicht gerade als gelungen angesehen werden. Der Maßnahmeplan für Suchtprävention am Wiener Platz ist für die Jugendlichen nicht bekannt und kann demzufolge auch nicht das Ziel erreichen. Was ist denn das erreichte Ziel? Der problematische Teil des Wiener Platzes wurde durch den Eigentümer geschlossen und die Szene hat sich auf die Bayreuther Straße verlagert. Oder das Alkoholverbot am Amalie-Dietrich-Platz. Hier wurden lediglich die Konsumenten in andere Bereiche abgedrängt. Grundsätzlich wird hier außerdem mit dieser Maßnahme der Lebensraum Gurbitz in der Außenwahrnehmung abgewertet. Da die Grundlagen für die Studie nicht gegeben sind, möchten wir dieser Vorlage nicht zustimmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes Fraktion Die Linke, Frau Hanser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste hier und im Netz, am Ende der letzten Wahlperiode kam es zum Beschluss der Alkoholverbotszone. Dem voraus gingen auch kontroverse Debatten im Stadtbezirksbeirat und im Stadtrat über das Für und Wider einer solchen Maßnahme. Nun haben wir darauf aufbauend den Antrag vor uns liegen, Gurbitz zu einem Pilotprojekt für lokale Kriminalprävention zu machen. Ich habe als neue Stadträtin den Antrag unvoreingenommen betrachtet, meine Nachfragen gestellt, recherchiert und den Prozess bis zur heutigen Abstimmung begleitet. Und ich möchte Ihnen auch diesen Verlauf kurz darlegen. Das Projekt ist bereits im Jahr 2018 angelaufen, wird mit Mitteln vom Bund gefördert. Und im Sommer 2019 erfolgte dann ja auch die postalische Befragung der Bürgerinnen und Bürger. In Absprache mit den Stadtbezirksbeiräten Cotta haben wir dann zumindest die Vorlage soweit qualifiziert, in Punkt 3 mit der Angabe eines genauen Zeitraumes für die Berichterstattung und in Punkt 5 mit der Ergänzung für die Einbeziehung der stadtteilbezogenen Interessensgruppen in projektrelevante Entscheidungen. Wir haben im federführenden Ausschuss um konkrete Informationen gebeten, die lagen nicht vor, es wurde vertagt. Wir haben hier ein groß angelegtes Projekt mit Mitteln vom Bund, das unabhängig von unserem heutigen Beschluss bereits im Sommer 2018 angelaufen ist und auch weiterlaufen wird. In einem Verbund aus Verwaltungen der TU Dresden, weiteren Universitäten und verschiedenen Polizeidirektionen. Und ich frage Sie, warum haben wir als Stadträte nach anderthalb Jahren Laufzeit nicht wesentlich mehr Informationen bekommen, als die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem damals noch offenen und ersten Workshop im Jahr 2018? Und ja, ich habe die Unterlagen bekommen, habe sie mir durchgeschaut und wir haben im Ausschuss nicht wesentlich mehr Informationen bekommen. Wir wissen zumindest, dass sich die Problemlage jetzt vom Amalie-Dietrich-Platz verlagert hat zum Merian-Platz und genau das stattgefunden hat, wovor gewarnt wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gurbitz ist mein Wahlkreis und ich bin stolz darauf, denn für mich ist es auch ein Stück weit Heimat, denn ich wurde in den 90er Jahren im Fritz-Heckert-Gebiet in Chemnitz eingeschult, komme aus einer kinderreichen Familie und weiß, was es bedeutet, in solch einem Gebiet aufzuwachsen. Ich hatte das Glück, dass ich mein Gymnasium mit nur 10 Minuten Fußweg erreichen konnte und habe auch über die Schule mit dem Polizeisportverein an Landesmeisterschaften teilgenommen. Und auch wenn es jetzt bei manchen vielleicht das Weltbild erschüttert, ja, ich mag die Polizei,
Ich habe sehr lange selbst mit dem Gedanken auch gespielt, Polizistin zu werden. Das können Sie sich ersparen, denn bei mir hätten Sie keine Chance gehabt, wenn ich es geworden wäre. Aber nun stehe ich vor Ihnen als studierte Medieninformatikerin mit einem 1er Masterabschluss und als Stadträtin der Landeshauptstadt Dresden. Und ich sage Ihnen, auch wenn Sie das jetzt lächerlich machen, ich habe mein Leben lang gegen Vorurteile kämpfen müssen. Dass ich ein schlechter Umgang sei, dass aus mir sowieso nichts werde. Und daher sage ich Ihnen, was Gurbitz braucht, ist eine kulturelle und soziale Aufwertung von Plattenbaugebieten. Wir brauchen den sozialen Wohnungsbau in genau anderen Stadtteilen. Und wir brauchen eine Förderung von Kultur, Sport und Bildungsangeboten. Und das bedeutet eben auch ein Gymnasium für Gurbitz, egal wie groß die Nachfrage ist. Aber was die Bürgerinnen und Bürger in Gurbitz nicht brauchen, ist ein weiteres Stigmatisieren, Schlechtreden und Kriminalisieren eines ganzen Stadtteils mitsamt der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten. Und daher möchte ich Sie darum bitten, dass wir diese Menschen eben nicht als Versuchskaninchen für ein Pilotprojekt benutzen und weiter Vorurteile befeuern. Denn dieses Projekt ist schon im Sommer 2018 angelaufen und es wird auch weiterlaufen. Aber mit diesem Beschluss erreichen wir letztendlich nichts anderes, als dass Gurbitz wieder als Problemstadtviertel dasteht und unattraktiv wird für andere Menschen. Ich bitte Sie daher wirklich, inständig Ihr Abstimmungsverhalten noch einmal zu überdenken und diesen Antrag abzulehnen. Dankeschön. Als nächstes die SPD-Fraktion, Herr Kaniewski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich konnte den Worten von Kollegin Hanser gerade viel abgewinnen. Auch ich bin, es geht ja heute um Biografien augenscheinlich, damit muss man das ja dann garnieren, gar kein Vorwurf. Ich finde es nämlich richtig, das zu machen. Auch ich bin ein Gurbitz-Kind, dort aufgewachsen. Und ich glaube, vieles von dem, was Sie gerade eben gesagt haben, ist richtig. Weil wenn wir über Gurbitz sprechen, ist es ganz, ganz häufig in einer stigmatisierenden Art und Weise. Übrigens auch in den Bereichen, in denen ich später gezogen bin, wenn wir von Pieschen sprechen, auch da haben wir negative Vorurteile gegenüber den Menschen, die dort leben. Wo ich zu einer anderen Einschätzung komme, ist, was jetzt diesen Versuch angeht, dieses Pilotprojekt mit zu nutzen, weil ich glaube, dass es uns durchaus in einer problematischen sozialen Gemengelage helfen kann, positive Schlüsse auch für die Zukunft zu finden, was unsere Handlungsoptionen als Kommune angeht. Ich bin aber völlig bei Ihnen, dass wir für alle künftigen Maßnahmen durchaus überlegen müssen, auch in Vorlagen, wie sprechen wir denn über Menschen in unseren Stadtteilen, wie sprechen wir denn über Stadtteile, wie reden wir denn über die Personen, die dort unterwegs sind, weil in der Tat, wenn ich beispielsweise wie bei dieser Vorlage schreibe, Gurbitz als Pilotprojekt und so weiter und so fort, dann rede ich eben nicht über das Thema, sondern stigmatisiere eine gesamte Gruppe. Da bin ich völlig bei Ihnen und ich glaube, da sind wir gut beraten, wenn wir insgesamt ein Stück sensibler im Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt sind an diesem Punkt. Als im letzten Jahr die Alkoholverbotszone beschlossen wurde, war die SPD-Fraktion wie einige andere Fraktionen auch hier im Rat skeptisch. Und ich gebe ehrlich zu, ich bin das immer noch. Ich glaube, dass uns im Bereich von Sozialprävention Verbote nun überhaupt nicht weiterhelfen. Und wenn wir uns für Verbote entscheiden, dann müssen wir trotzdem aktive Maßnahmen einleiten, in dem Fall eben präventive Maßnahmen. Verbote alleine werden Probleme nicht lösen. Deswegen ist es durchaus spannend, was die Stadt gemacht hat. In der Vorlage wird ja darauf eingegangen, dass man eben nicht nur restriktiv unterwegs gewesen ist, sondern dass man auch schon präventiv gehandelt hat. Ich glaube, dass da mehr passieren kann. Ich glaube, wir haben in den Ausschussberatungen durchaus eine Qualifizierung hinbekommen, beispielsweise was die Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen im Stadtteil selber angeht, was das Monitoring des Pilotprojektes angeht. Ich glaube aber,
dass wir im Bereich des sozialen Zusammenhalts und eben auch der fördernden Maßnahmen, was kann ich denn tun, um einen Stadtteil aufzuwerten, was kann ich denn tun, um Menschen zu empowern, gerade auch in den in Anführungsstrichen schwächeren Stadtteilen auch eine Unterstützung geben kann, damit sie eben nicht dieses Stigma haben. Und ich sage mal, ein Gymnasium vor Gorbitz ist ja gerade schon angesprochen worden, genau solche Dinge sind es unter anderem, die dann eben auch helfen können. Wir müssen Unterstützung dort geben, wo sie gebraucht wird, und das heißt eben im Zweifelsfalle auch mehr investieren als in den Stadtteilen, denen es schon gut geht. Die SPD-Fraktion wird heute dieser Vorlage zustimmen. Ich möchte Sie eindringlich bitten, über den Änderungsantrag des Kollegen Aschenbach nachzudenken, weil das, was er hier vorhin so pointiert dargestellt hat, entbehrt nicht einer sehr großen Relevanz. Denn wenn wir das heute so beschließen, wie es in der Vorlage drinne steht, dann legen wir uns jetzt schon fest, dass wir die Alkoholverbotszone am Amalie-Dietrich-Platz auch weiterführen wollen, dass ohne einen Stadtratsbeschluss, der muss bestimmt auch noch kommen, aber wir haben eine Vorfestlegung im engen Rahmen, der für solche Beschlüsse vorliegt, halte ich das nicht für sinnvoll, wenn wir sagen, wir wollen diese Alkoholverbotszone jetzt erstmal testen und wir müssen danach wieder darüber abstimmen, sehr gerne, aber in einem Antrag jetzt schon vorzufestlegen, dass wir das auch über die legitime Zeit hinaus machen wollen, hielte ich für sehr schwierig. Deswegen möchte ich für diesen Änderungsantrag vom Kollegen Aschenbach nochmal werben. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, damit ist die Rednerliste abgearbeitet. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Da haben wir zunächst einen Änderungsantrag von Herrn Aschenbach. Wer dem zustimmen möchte, müsste jetzt mit Ja stimmen. Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen, eine Enthaltung, damit abgelehnt. Und damit kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen, eine Enthaltung, damit so beschlossen. Wir kommen zum Geschäftsordnungsantrag. Herr Schlick, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich würde gerne beantragen, den Tagesordnungspunkt 14 als nächstes zu behandeln. Das ist die Aufhebung der Richtlinie zur Gewährung einer Umzugsbeihilfe für Studierende. Ich denke, es ist wichtig, dass wir da heute noch dazu kommen, damit wir hier endlich eine Gewissheit bekommen, wie es weitergeht. Das ist ein geschäftsordnender Antrag. Gibt es eine Gegenrede dazu? Das sehe ich nicht. Dann stimmen wir darüber ab, wer jetzt dafür ist, dass wir 14 als nächstes behandeln.